Und wie immer ist es mir eine ganz große Freude, euch begrüßen zu dürfen bei dieser neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und zwar gespielt von Berserk Trawk mit einem Charioteer, dem Tier 8 Panzerzerstörer. Kater ist Prokhorovka im guten alten Gewand. Nicht das Verkappte mit hier viel Einschlägen, viel mehr Stimmung. Nein, lieber Oldschool, lieber Prokhorovka. Was schon mal sehr schön ist, worüber sich bestimmt gefreut hat, es gibt keine Gegner-Artis. Das ist ja dann doch das Allerbeste. So macht es am meisten immer für einen Panzerzerstörer oder für einen Tank-Destroyer Spaß. Ich wollte schon TD oder Team-Damage sagen, aber nein, das ist kein Team-Damage, sondern es ist der Tank-Destroyer. Die Teams an sich sind sehr ausgeglichen. Hier 9er, 8er, 7er Gefecht und da nimmt ihn der Chiri einfach mal Volley. Und da vorne kommt doch schon der T20. Was eben das Schöne an dem ist, ist ein vernünftiger Reload. Leider ist seine Sicht jetzt mit dem MT25 da vorne direkt gestorben. Aber zack, nochmal einen. So, nochmal einen, dann ist er schon weg. Komm schon, zack, ja. Da hat er ihn nochmal rausgenommen. Jetzt ist er offen, muss natürlich dann ein Stück zurück. Schade, schade, der 1375 wäre ein One-Shot gewesen. Wenn er jetzt noch einmal rauskommt und dann so zack eine voll reinbekommen würde, wäre natürlich supi. Aber leider nein. Jetzt fahrt er ein Stück weiter vor, aber oh. Ja, es ist immer so ein Geduldsspiel, was man hier haben muss. Teilweise kommen sie dann, man kann doch einen geben, teilweise aber nicht. Dann ist es auch wieder anders. Ah, es ist immer schwierig. So die Tortoise, Tortoise, wie Rita zu pflegen sagt. Oder der richtige Franzose auch. Hat da mal vorne platziert. Der KV-13. Schieß doch, schieß. Oh, man schießt schneller. Das wäre dein Kill gewesen, Digga. Naja, egal. War nicht seiner. Hat er zu lang gewartet. Hätte er für meine Verhältnisse viel schneller schon mal einen raushauen können. Zu drei Gegner steht im Cap. Ist natürlich jetzt eine unschöne Situation, weil der Gegner da drüben viel mehr hat. Man sieht, bei uns oder bei denen ist einzig und allein der E75 auf der Seite. Tiger P hält von hinten noch ein bisschen rein, aber sonst nichts mehr viel. Deswegen müssen sie jetzt hier pushen. Der 54 E1 ist schon da vorne offen. Und jetzt kommt, schieß doch schneller. Ja, also, einen braucht er noch. Finde ich spannend, wie er spielt. Nach einem Schuss geht er immer raus, dass er ein bisschen mehr Übersicht hat. Auch nicht schlecht. Und wie gesagt, meines Erachtens sollten sie jetzt hier ein bisschen aggressiver spielen. Aber, ja, ist ja nicht mein Spiel. Aber er scheint jetzt sich auch Richtung Mitte bewegen zu wollen. Lässt die Seite also jetzt dann da liegen. So, und macht er wirklich. Also er guckt jetzt gleich mal, ob er da drüben nicht helfen kann. Halt ich für sinnig. Sieben zu acht steht es derzeit.
Der AMX 1390 hat ihn jetzt aufgemacht. Jetzt muss er hier ein bisschen das Gas rausnehmen. Und da ist noch einer. Da kommt aber nicht runter. Ah, doch, jetzt. Und jetzt macht er ihn. Der T54 Lite hat es hier versucht, aus der Fahrt noch ein bisschen in der Bewegung, aber hat er dann doch nicht hinbekommen. Was, die kommen jetzt da alle peu à peu rüber, aber so einzeln, naja. Nimmt er doch den auch noch raus. Oh, der war schön. Der war nice. Solange er vorher gewartet hat, so schnell hat er es jetzt gemacht. Schöner Schuss. Alter Verwalter. So, jetzt der IS-6. Steht auch ideal. Kann da jetzt schön immer auf die Kette halten. Genau dahin. Und nimmt ihn damit raus. Aktuell 2,8 Schaden. Und jetzt hinten das Objekt. Gegner hat das Cap jetzt auch so langsam eingestellt. Also nur noch einer im Cap. Oh, jetzt das Objekt von da drüben. Muss er aufpassen, dass er nicht zu viele Hits da frisst. Was das Schöne am Charioteer ist, er ist recht mobil und beweglich. Er weiß noch scheinbar noch nicht so ganz, was er jetzt gerade machen soll. Will er jetzt mal die Mitte spotten und schauen, wo der Gegner ist? Guckt er irgendwie nach oben auf den Berg oder will er doch nach hinten? Er weiß es nicht. Die Tortoise gibt er nach hinten Vollgas. Oh, da ist der E75. Ja, so. Schießt doch. Ja, okay. Warte, bis das turmseitig ist. Auch okay. Aber ihr seht, er geht immer raus. Verschafft sich dann scheinbar nochmal einen Blick. Habe ich zwar auch noch nicht gesehen, aber da sieht man einfach, dass es viele verschiedene Spielstile gibt. Aktuell 4 Kills. So, jetzt kann er wirklich mal schauen, wo hier der E75 im Cap steht. Da ist er doch. So, E75 guckt nicht auf ihn. Zack, eingeben und zurück hinter das Haus. Sehr gut. Nachladen, nachladen, nachladen. Oh, jetzt guckt der E75 aber. So, genau, ein und jetzt zurück. Der nächste wäre nämlich dann tot, mein Freund. Also warte da mal ruhig ab. Tortoise schießt scheinbar die Häuser weg. Jetzt nimmt das Objekt da noch den T54 raus. Tortoise schießt echt jedes Haus weg. Oder ist... Ja, ne, beide. So, und jetzt ist er offen. Und jetzt müssten die auch gleich draufkommen auf ihn. Ah, knapp daneben ist auch vorbei. Ja, jetzt haben sie ihn wirklich und jetzt versucht er es nochmal sein Glück. Ja, er macht den Killshot. 5 Kills hat er. Jetzt fehlt nur noch das Objekt zu seinem Krieger. Bin ja gespannt, ob er den schafft. Ein Gegner, ein Kill. Das ist seine Aufgabe. Und er selber ist auch mit einem Treffer tot. Also von dem wird es nicht leicht. Jetzt ist er im One-Shot-Bereich. Jetzt musst du ihn machen. Jetzt musst du ihn machen. Fahr drauf. Auto-Aim voll drauf geräumelt. Und ja, er macht den Kill. Er macht den Kill. Sehr schön. 4.500 Schaden. Krieger geholt. Und hat's gut gespielt. Interessante Spielweise. Auf jeden Fall. Mir hat's gefallen. Ich hoffe euch doch auch. Bis zum nächsten Mal und alles Gute. Euer Alcaramba.